Michael Beverunge in Dresden. Die Diskussion um die sächsische Justiz ist im vollen Gange. Aus Berlin kommt Druck aus der Bundeshauptstadt. Der Vizeministerpräsident von Sachsen, der rückt auch schon deutlich ab vom Ministerpräsidenten. Was ist da los in Dresden? Naja, es entsteht der Eindruck eines fortgesetzten Versagens. Das ist, muss ich sagen, vielleicht auch ein bisschen politisch begründet. Sachsen macht ganz einfach in diesem Bereich momentan keine gute Figur. Das mag unglücklich sein, es häufen sich die Fehler. In diesem Fall ist es ein sehr eklatanter Fehler, weil er zum Tod auch eines Menschen geführt hat. Eines Menschen, den man offensichtlich unterschätzt hat. Ein gefährlicher Terrorist, der zu allem entschlossen war, auch zum eigenen Tod, den hat er extrem entschlossen und zielstrebig umgesetzt innerhalb von 15 Minuten. Und ich glaube, das Hauptversagen liegt einfach in einer Unterschätzung dieser Dimension dieses Falles und auch dieses Terrorismus, womit die Behörden hier offensichtlich überfordert gewesen sind. Man hätte diesen Fall von vornherein ganz anders angehen müssen. Und was noch erschwerend hinzukommt, es ist ja nicht einfach so gewesen, dass dieser Mensch sich ruhig verhalten hat. Er ist ja auffällig geworden. Er ist sofort in den Hungerstreik getreten, als er in dieser Justizvollzugsanstalt eingeliefert worden ist. Er hat keine Nahrung, keine Getränke mehr zu sich genommen und er hat, salopp gesagt, randaliert. Das weiß man auch gar nicht. War das Randalieren oder Vandalismus? Möglicherweise hat er nur eine Methode ausprobiert, um sich das Leben zu nehmen. Also ein Versagen dort der Justizbehörden, das kann man, glaube ich, jetzt schon konstatieren in der Behandlung von Al-Bakr dort im Gefängnis in Leipzig. Aber es ist ja nicht das erste Mal und auch gerade in dem, im Fall von Al-Bakr, dass eben es nicht so läuft, wie es laufen sollte. Was ist in der sächsischen Justiz, wo hapert es da? Denn das ist ja sehr, sehr auffällig, dass es dort solche Vorfälle dauernd jetzt kommen. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Justiz und Polizei. Man muss auch ein bisschen unterscheiden zwischen Pegida und Rechtsterrorismus. Das wurde gerade so ein bisschen durcheinander gewürfelt von den Grünen. Das sind schon sehr unterschiedliche Themenfelder. Und so einfach ist es natürlich nicht, einfach im Hauruck-Verfahren bestimmte Dinge durchzuziehen. Es gibt möglicherweise, in aller Vorsicht gesprochen, Kompetenzgerangel hinter den Kulissen zwischen Bundesbehörden, BKA und Länderbehörden, LKA. Das ist möglicherweise der Fall gewesen. Und jedenfalls hat das LKA mit den Maßnahmen, die es durchgeführt hat, sich eben nicht mit Ruhm bekleckert. Auch die Entschuldigung, das heißt, die Polizisten des Spezialeinsatzkommandos seien mit zu schwerer Ausrüstung behaftet gewesen, hätte ihn nicht verfolgen können. Ja, wie soll man denn einen Täter sonst fassen können? Also das klingt schon fast ein bisschen provinziell. Und es sind diese Häufung von Fehlern, die bestimmt nicht absichtlich erfolgt sind, die halt diesen schlechten Ruf begründen. Also dann eher eine, sagen wir erstmal, etwas dilettantische Ausführung. Gehen wir nochmal auf diese Nacht zurück. Also es gab ja von Anfang an schon Diskussionen darum, ist Al-Bakr jetzt selbstmordgefährdet oder nicht? Wie kam es denn zu diesen Verwirrungen? Nun, es war gar nicht so verwirrend. Es war nämlich sehr klar, der Haftrichter hat den Haftbefehl verlesen hier in Dresden und er hat den Gefangenen Jabbar Al-Bakr dann in das Gefängnis, in die Justizvollzugsanstalt Leipzig eingewiesen mit der klaren Auflage, dieser Mann ist selbstmordgefährdet. Ein Selbstmordattentäter ist möglicherweise selbstmordgefährdet. Und der Haftrichter hat ausdrücklich darauf hingewiesen. Daraufhin ist auch erstmal ja eine sehr genaue Beobachtung angeordnet worden, alle 15 Minuten. Man hätte die auch noch ausweiten können in einer sogenannten Sitzwache, wo der Gefangene die ganze Zeit durch ein Gitter beobachtet wird von einem Beamten. Das wäre auch möglich gewesen. Personell war das kein Problem, aber man hat sich entschlossen, auch von Anfang an diese Maßnahme nicht durchzuführen. Dann war kein Dolmetscher da. Es gab eigentlich nur so Aufnahmegespräche. Hier ist die Kleidung, hier ist die Zelle, jetzt gehen Sie hier hin. Und erst am nächsten Tag, am Dienstag, gab es ein längeres Gespräch mit einer Psychologin. Dann gab es auch einen Dolmetscher, den hatte übrigens der Anwalt mitgebracht. Er wurde also auch nicht von der Justizvollzugsanstalt gestellt. Und erst danach gab es eine erneute Einschätzung, wo man dann gesagt hat, eigentlich
Offensichtlich ist dieser Mann nicht selbstmordgefährdet, hat dann die Überwachungsintervalle gelockert auf alle 30 Minuten. Dann gab es, wie gesagt, weitere Anzeichen und dann hat dieser Mann sich innerhalb von 15 Minuten, denn es wurde einmal um 19.30 Uhr am Mittwochabend kontrolliert und dann durch Zufall hat eine Auszubildende um 19.45 Uhr nochmal kontrolliert, nach nur 15 Minuten, und hat Jabba al-Bakr tot in der Zelle aufgefunden. Also eine erstaunliche Verkettung dort. Es werden viele Fragen weiterhin gestellt und die bleiben offen. Michael Beverunger, an dieser Stelle erstmal vielen Dank. Guten Abend nach Dresden.